Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen, Freunde, zum ersten Pflichtspiel der Saison. Es geht nach Torgelow. Ist es überhaupt Torgelow? Warte mal. Wo ist denn das Stadion da? Nee, warte. In Torgelow, doch in die Gießerei Arena gegen den Verbandsligisten, den Oberliga-Absteiger Torgelower FC Greif. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Emilio Lara ist durch der Wechsel 37,5 Millionen zu Al-Hilal. 2 Millionen können nochmal draufkommen als Boni. Wichtig ist aber schon mal, dass wir diese 37 Millionen haben. Jetzt haben wir hier schon mal die Ergebnisse. Ich möchte gar nicht groß drauf eingehen. Wir gucken einfach auf unser Spiel. Ich denke nach wie vor, es ist eine Verbandsliga-Mannschaft. Ich glaube, wir können ein bisschen rotieren, ein bisschen Jungs nochmal eine Chance geben, quasi, bevor die Saison richtig losgeht, zu zeigen, ja, Coach, ich möchte mit in den Kader. Und ich denke, dafür ist es ein ganz gutes Spiel. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Gehen wir rein. Wie wichtig ist für Sie heute eine gute Leistung? Ich denke, wir werden es heute auch ohne eine gute Leistung schaffen, aber natürlich hat mir die Spielvorbereitung sehr gut gefallen und ich rechne auch mit einem guten Auftritt, gerade weil eben viele Jungs spielen, die sich auch hier nochmal zeigen können, nochmal beweisen können und einfach sagen können, hier Coach, nimm mich mit in die Saison. Linus Gechter steht heute nicht in der Mannschaft, richtig, der wird heute nicht benötigt, gehe ich von aus, deswegen bekommt er einfach nochmal eine Pause vorm Saisonstart und hier sehen wir den Torgelower FC Greif mit der Fünferkette und zwei Sechsern davor, also sehr, sehr defensiv. Wir dafür im 4-2-3-1, wie erwartet, mit eben vielen Spielern, die sich beweisen können. Pogorelov bekommt den Einsatz im Tor. Davor Akyekum zusammen mit Le Normand. Auf der rechten Seite Oliver Gomez. Links tatsächlich Hassan Ouedraogo als Linksverteidiger. Weil er eben auch defensiv ziemlich stark ist, könnte sein, dass das unser neuer Diomandé wird. Das heißt, dass der da überall rumläuft, wo er gerade gebraucht wird. Dann Dardai und Marco Brkljača auf der 6. Horvat rechts, Moreno links, Franca und Velis ergänzen die Offensive. Gucken wir mal, wie das Spiel so läuft. Wir wollen natürlich aber etwas mehr sehen. Hier der Ballverlust schon mal von Horvat. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Und natürlich auch die Wiederholungen in den entsprechenden Punkten. So, Torgelow schenkt den Ball aber wieder her. Das heißt, wir haben wieder den Ball. Akyekum hinten mit Pogorelov. Der findet Ouedraogo und der könnte mal Tempo machen. Findet aber eher den Pass auf Moreno. Der mit einem Superpass auf Velis. Und der schiebt den rein zum 1:0 nach 6 Minuten. Die Fans skandieren Velis Namen. Ja, wir haben ja auch das Stadion übernommen. Wie es aussieht. War ja auch nicht so weit jetzt die Anreise. Ja. Okay, cool. Werden dann wahrscheinlich auch zeitnah Iñaki Pascal vorne bringen. Und auch den einen oder anderen, der auf der Bank vielleicht noch auf sein Debüt wartet. Christian Heuer haben wir auch mitgenommen, den würde ich auch gerne einsetzen. Dennis Simon wird sein Debüt jetzt wahrscheinlich dann erstmal in der Bundesliga gegen Mainz bekommen, aber ich denke, das ist für ihn auch verkraftbar. Ouedraogo findet Moreno. Der Pass kommt leider nicht an, aber Dardai hat den schon wieder. Gomez mit der weiten Flanke und Willis versucht's, aber der war dann zu spitz der Winkel und oder zu lang die Flanke, je nachdem, wie man sieht. Robben spielt da den langen Ball raus, der wird verlängert. Ist aber einer für Robben. Moreno, guter Pass auf Dardai, könnte ihn durchstecken, macht er nicht. Versucht es dann nochmal, aber zu spät. Ouedraogo, Moreno, Franca, Willis. Jo, so einfach geht's. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist Verbandsliga. Auch wenn man da abgestiegen ist. Oberliga-Niveau hatten sie scheinbar nicht letztes Jahr. Und damit darf man das nicht überbewerten heute, das Spiel. Da geht wohl ziemlich viel, ziemlich einfach. Auch so ein bisschen die Schockstarre dann vielleicht. Gerade weil man auch noch Viertel vor 9, wir sind das letzte Spiel des Abends. Das heißt, jeder guckt uns zu. Wir laufen im TV auf der ARD oder im ZDF. Ich weiß nicht genau, wer die Pokalspiele überträgt. Joel Akyekum mit dem Kopfballtor. Sein erstes Tor für uns. Freut mich auch sehr, da ist ja Hoffenheim sehr, sehr an ihm dran. Aber sehe ich nicht. Also ich brauche den als IV Nummer 4. Der wird sicher nicht zu einem Konkurrenten von uns gehen. Gomez, Horvat verlängert per Kopf auf Moreno. Wildes Tor. Ich glaube, Hunau sollte da gar nicht hingehen mit dem Kopf. Aber naja, am Ende hat es ja gepasst. Oh, aber er wollte ihn verlängern.
Kann aber auch ganz, ganz schnell in dem gebrochenen Nacken enden, so ein Ding, wenn da so eine scharfe Flanke kommt. Aber naja, es war die Vorlage und damit sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Moreno spielt hier richtig gute Pässe. Horvat verlängert wieder zu kurz. Kommt es auf Hunor, kommt nicht durch. Uitraogo, sehr, sehr defensiv. Der traut sich ja gar nicht so richtig nach vorne. Und Marco mit seinen berühmten Läufen, die kennen wir ja, seine Dribblings aus dem Mittelfeld raus. Und Velis mit dem Kopfballtor dann. Hattrick, jetzt schon. Sehr schön. Uitraogo, langer Ball. Horvat bringt ihn in die Mitte, wird erstmal geklärt. Da ist aber Gomez. Oh, der Pass kommt zu kurz. Rode. Gutes Tackling von Marco. Moreno schon wieder ein klasse Pass auf Willis. Und da ist Tor Nummer 4 in der 23. Minute. Das ist hier ein reines Warmschießen für die Saison. Ja. Die Armen. 6-0 nach nicht mal 25 Minuten. Martell. Schmunk Urban. Jetzt können sie sich vielleicht noch ein bisschen lösen. Langer Ball wird aber wieder abgefangen von Akikum. Dardai Horvat. Gomez geht da locker vorbei. Und Marco hat eine Idee. Vor allem Dribbling auf Willis. Und diesmal haut er ihn drüber. Kein fünftes Tor. Erstmal. Denkt, so halt wieder rausgehen. Da sehe ich gerade. Da wüsste ich nicht, warum wir ihn noch länger drin lassen. Horvat, macht er den direkt? Ja, der macht den direkt. Und der kommt gar nicht schlecht. Bartel ist da noch dran. Klasse Parade. War ziemlich weit für den Freistoß, ne? Aber gut. Wenn er es kann und sich traut, warum nicht? So, wieder Flanke. Moreno fällt. Und damit können wir jetzt mal ganz kurz Elfmeterschützen festlegen. Naja, eh nicht die besten. Soll Uetraogo schießen? Ja, komm. Wir geben es Uitraogo. Auf. Mach das Ding, Junge. Hassan, hol dir das Tor. Wir müssen ja ein bisschen wieder Sympathie mit ihm aufbauen. Der ist ja noch ziemlich sauer auf uns. Aber den Elfmeter macht er sehr, sehr gut. Erstes Saisontor auch von ihm. 7 zu 0 nach 30 Minuten. Ist fast schon wie dieses Testspiel gegen die Unimannschaft da, ne? Da haben wir jetzt wirklich einmal Losglück gehabt, ist auch ganz schön mal, muss ich sagen. Also ich gucke mir das gerne an, ne, wenn viele Tore fallen. Ich glaube, sieht jeder gerne, außer jetzt vielleicht unsere Mecklenburg-Vorpommerer. Naja, Kunstmann, vielleicht schießen sie einen Ehrentreffer. Ball raus, Jakobsen, Horvat ist dazwischen. Macht gleich wieder Druck, Urban muss ganz nach hinten. Bartel, Puls. Urban, Chipball, aber da ist Joel Akekum, der wartet nur auf sowas. Moreno, ah, spielt dann anscheinend die Hacken, weil der nicht ganz aufpasst. Uitraogo findet aber Horvat beigeblockt. Diego Moreno versucht wieder einen Chipball. Oliver Gomez jetzt, Flanke wird auch abgeblockt. Dardai, nochmal Gomez und Willis, knapp vorbei. Die Frage ist, reicht es noch zum fünften vor der Pause? Weil danach wird er das Spielfeld verlassen. Und es reicht scheinbar nicht mehr. Wir gehen mit einem 7 zu 0 in die Halbzeit. Könnte sein, dass das hier zweistellig wird heute. Bisher läuft das super und wir werden schon mal wechseln. Zum einen eben Iñaki Pascal wird sein Debüt bekommen vorne drin für Alejo Willis. Lukstein können wir eigentlich bringen für Dardai als Abräumer auf der 6. Und sonst glaube ich, lassen wir es erstmal noch laufen. Haben wir dann noch drei Wechsel offen? Let's go. Halbzeit Nummer 2. Mal gucken, was Iñaki jetzt abliefert. Willis hat vorgelegt mit vier Dingern. Müsste eigentlich mal mindestens das gleiche haben, wenn er gegen die Mainzer starten will in der Bundesliga. Wir gucken mal. Hassan. Ball hinten rum zu Lenormand. Seitenwechsel rüber auf Gomez. Lukstein und Ball raus auf Horvat.
Aber es ist ein bisschen Probleme, gerade was technisch angeht. Hin und wieder mal ist er einen Tick zu spät, kann den Ball nicht ganz verarbeiten. Oh, probiert es einfach mal. Ja, kann man ja machen. Ne? Wird der Ball geblockt. Hadžić klärt genau in die Füße von Horvath. Der findet Gomez. Und der braucht wieder einen Tick zu lang. Ja, müssen wir mal schauen, ob das mit ihm hinhaut. Als Backup, ich denke eher, wir werden uns dann erfahren. Rechtsverteidiger nochmal holen, so im Bereich von unter 10 Millionen. Horvath nimmt den direkt, klasse Flanke für Diego Moreno. Traumhaft gespielt. Die beiden funktionieren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das hat man in den Testspielen schon gemerkt. Das sind, glaube ich, zwei Jungs, die uns viel, viel Freude bereiten werden, wenn sie ihr Vertrauen bekommen. Und ja, ich denke, da sorgen wir für. Ich denke, das werden einfach Flügelspieler 5 und 6 für die Saison. Wenn es halt nicht läuft, geht es in die zweite. Und wenn es läuft, dann läuft's. Ne? Ich glaube, damit können wir ganz gut leben dann. Bartel und Urban. Langer Abschlag, abgefangen von Luke Stein. Ja, zweimal abgefangen, aber nicht so. Also wir können nicht im Ballbesitz bleiben. Und jetzt ist Cissé einmal durch und macht tatsächlich auch das Tor. Ismail Cissé. Da ist der Ehrentreffer. Ja, da muss Lukaschein hier entgegenkommen. Genau, den Ball muss er sich abholen. Und er ist halt. Ja, er trabt halt so ein bisschen lustlos darum, ne? Er muss sich halt jetzt wirklich zeigen, die ersten Spiele. Dass wir halt auch einfach merken, das ist ein Mann, mit dem wir planen können. Für die Saison. Sonst wird das halt an Muharrem gehen. Und von Ouédraogo. Alleine bei Rausch. Kunstmann muss den lang schlagen und da ist Akikuma. Also Kopfballduelle gewinnt der alles da hinten. Kommen wir schöner Seitenwechsel jetzt, auch wenn es lang gedauert hat. Dann lassen wir den Ball ein bisschen laufen. Luke Stein wartet da, bekommt den Ball aber nicht. Und das ist halt der Punkt. Nicht so viel warten, sondern halt dann einfach noch mehr entgegenkommen, sich noch besser freilaufen. Ne? Kommen wir Flanke Moreno. Klasse Kopfball. Ich denke, die Zeit für den zweiten und dritten, nee, für den dritten und vierten Wechsel. Ich denke, einen heben wir uns dann nochmal auf, so für die letzte halbe Stunde, letzten 25 Minuten. Die anderen beiden können wir, glaube ich, jetzt nach der Aktion dann machen. Ouédraogo hat da viel Zeit. Und der Diego Moreno, der hat viel Bock. Flanke kommt. Hunor Horvat mit Tor. Nummer 1, 9 zu 1 hier für die Hertha, überragend. Und ich denke, jetzt können wir auch zum einen Christian Heuer sein Debüt verschaffen bei uns. Technisch also was passmäßig angeht, super Talent. Abschluss muss er noch ein bisschen arbeiten und auch an seiner Füße, aber sonst hat er viele Voraussetzungen, sag ich mal. Zumindest was das Mentale und das Technische angeht. Und dann super Zehner wird er eher. Ich weiß nicht, ob er ein Stürmer wird. Ja. Und dann würde ich ganz gerne Rooney bringen, einmal für Hunor. Und dann haben wir noch einen Wechsel übrig. Bei Richardson vielleicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, gehen wir auf jeden Fall mal rein mit den zwei Neuen, mit Christian Heuer, sein Debüt und Rooney, der jetzt auch noch mal ein bisschen Spaß haben darf. Ich glaube, hier auf der rechten Seite wird er einiges zerfetzen. Bei Torgelow. Das wird sehr unangenehm für die werden. Moreno bleibt hier am Ball. Der Ball nicht optimal, aber Lukstein kriegt den verarbeitet. Und dann kriegen sie es irgendwie geklärt. Jakobsen klärt den jetzt auch sehr, sehr auch winzig. Müssen wir gleich mal gucken, wie groß der ist. Der Kapitän und Linksverteidiger. 1,63, das ist ja süß. Das ist ja sehr süß. So, das ist halt wirklich die einzige Frage, die mir ich noch stelle. Bringe ich Bayer, bringe ich Richards? Ich glaube, Maxi Bayer verkraftet es, wenn er heute nicht spielt. Weil Richards freut sich natürlich über jede Minute. Ist ja auch nochmal ein Tick jünger, da braucht man auch nochmal jede Minute mehr. Moreno hinten auf Gomez macht das Ding. Ah, schade. Und ich glaube, wir bringen Ben Richards aber als Rechtsverteidiger.
Oliver Gomez hat schon die gelbe Karte, bloß ich würde Thiago Moreno gerne durchspielen lassen. Ich glaube, dann ist das ganz gut. Richards wird auch rechts hinten Spaß haben. Der wird durchgesteckt in Iñaki Pascal. Hat dann ein bisschen Glück, war es abseits vorher? Nee. Er macht sich gleich zum Publikumsliebling. Ja, also dass er heute trifft, ist jetzt nichts Besonderes. Hier schön durchgesteckt von Heuer mit dem Außenriss und dann erstmal an den Pfosten. Hoffentlich bekommt Heuer die Vorlage dafür. Nee, bekommt er nicht. Schade. Naja, muss er halt noch eine spielen. Nochmal so einen Pass spielen. 1 zu 10. Zu 0 wäre natürlich schön gewesen. Auch für Pogorelov, dass der ja, in seinem Debüt zu 0 bleibt einfach. Aber gut. Uetraogo gefällt mir auch ganz gut links hinten. Aber man muss halt auch sagen, das ist noch kein vergleichbarer Gegner. Muss man gucken, wie das gegen Mainz aussieht. Wenn er überhaupt da spielt. Klasse Kopfballtor von Iñaki Pascal. Scharfe, geile Flanke von Ben Richards. So müssen die Dinger nämlich da kommen. Guckt euch das an. Das ist eine Flanke, Freunde. Und Iñaki Pascal verwendet den optimal. Ja, genau, was ich sagen wollte wegen Linksverteidiger. Müssen wir schauen, ob da Barco dann wieder fit ist. Ist ja aktuell noch bei Olympia mit Argentinien. Steht da. Ich weiß nicht, ob er im Finale steht oder spielt Platz 3, aber Halbfinale war er auf jeden Fall. Ja, müssen wir gucken, wenn er zurückkommt. Wahrscheinlich wird Barco beginnen, aber gegebenenfalls einfach Uetraogo. Bis halt Chindo da ist, da ein Backup für Valentin. Christian Heuer, der sieht nochmal Thiago Moreno, der sieht das Tor, 12 zu 1, Traumpass von Christian. Und da seht ihr auch die Übersicht von ihm, ob er halt, sag ich mal, so viel Platz und Zeit bekommt in der Bundesliga, das weiß ich nicht. Aber hier reicht es zumindest schon mal für so einen geilen Pass. Und weiter geht's. Iñaki Pascal, ne, diesmal war es abseits. Wird zurückgepfiffen. Muss das Ganze da ein bisschen ruhiger angehen. Birkel. Marco ist Kapitän. Warum ist Marco Kapitän? Weil wir Kapitän noch nicht eingestellt haben. Aber gut, darf er. Ist ja auch ein guter Kicker. So ist es nicht. Moreno. Ui, probiert aus der Distanz an die Latte. Die Latte geküsst quasi. 38 Schüsse haben wir heute. Ja, Uetraogo. Er traut sich irgendwie noch nicht so richtig nach vorne, ne? Er ist immer noch ein bisschen zu sehr Verteidiger. Iñaki Pascal guckt jetzt den Keeper aus, schiebt den da aus der Distanz rein. War so ein bisschen Toni Kroos-Tor, ne? Nicht viel Kraft dahinter, aber einfach platziert. Er sah ein bisschen aus wie so ein Elfmeter, wo der Torwart ausguckt. Aber ja, super gemacht. Angenommen, abgeschlossen, fertig. So macht man Tore. Drei Stück hat er, eins braucht er noch, um mit Velis gleichzuziehen. Mal gucken, ob das heute noch kommt. Marco damit auch seine dritte Vorlage und auch Moreno mit drei Toren, zwei Vorlagen. Überragendes Spiel. Ben Richards und Iñaki Pascal. Da ist das vierte Ding. Er zieht mit Velis gleich. Zeigt auf jeden Fall, dass er mindestens genauso gut ist. Und ich glaube, mit den beiden da im Sturm werden wir viel, viel Spaß haben. Weil einfach egal, wer spielt, beide netzen werden. Ja. Und für Torgelow war es halt ein sehr, sehr bitterer Abend, gerade für die Verteidiger. So ein Spiel macht gar keinen Spaß. Uetraogo lässt sich da viel Zeit, wartet auf den Abpfiff und damit gewinnen wir unser Pokalspiel 14 zu 1. Ja, so kann man die Saison starten, ne? Moreno überragend, Pascal sehr, sehr stark, Heuer sehr stark, Rooney ein bisschen wenig leider. Naja, Lukstein war okay, Marco sehr stark, Asan sehr stark. Defensive, gut, die hat jetzt auch nicht viel zu tun. Richards schön mit der Vorlage reingekommen. Aki Kum sogar Tor gemacht. Willis überragend. Horvath sehr, sehr stark. Franca war okay. Dada ja. Und Gomez auch mit Vorlage, ne? Ne, Gomez ohne Vorlage. Aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Gefällt mir. War in Ordnung. War ein super Auftritt. Hat, glaube ich, auch den Fans einfach Spaß gemacht. So ein Spiel mal zwischendurch. Und alles in allem, wie wichtig ist das Ergebnis? Ja, weiß ich nicht, war jetzt erstmal ganz gut fürs Selbstvertrauen, nur dass man da gegen die Verbandsliga gewinnt. Und es wurde der Tag der Hertha-Debütanten, da ja Hunor, Diego und Iñaki gleich einmal einnetzten. Was halten Sie von der Leistung? War sehr schön. Jeder Trainer ist gespannt, ob die Neuverpflichtungen sofort einschlagen. Der Gegner war natürlich prädestiniert dafür,
Aber trotzdem, die Dinger musst du erstmal machen. Und alle drei haben ja nicht nur ein Tor gemacht. Beziehungsweise Horvath hat nur ein Tor, aber ich glaube zwei oder drei Vorlagen, ne? Also das war schon sehr, sehr gut von den Jungs. Und jetzt haben wir auch die Ergebnisse des gesamten Pokalspieltags. Am Freitag hat es schon mal ohne Überraschung begonnen. Balingen hat zwar Augsburg in die Verlängerung gezwungen, aber da dann die zwei Dinger von Pepi und von Gavritsch bekommen und damit leider auch ausgeschieden. Der Bremer SV hatte nicht wirklich eine Chance gegen Fürth. Da möchte ich einmal ganz kurz schauen. Ist Michel Pring nach Fürth oder wo ist er nochmal hin? Michel Pring. Ja, genau, der ist nach Fürth. Hat der gespielt? Saß nur auf der Bank. Schade. Schade. Naja. Und doch, was habe ich geredet? Wir haben doch eine Überraschung. Preußen Münster hat ja 1-0 gegen Braunschweig gewonnen, damit ein Regionalligist weiter, auch wenn Preußen Münster da jetzt nicht der klassische Regionalligist ist. Wobei sie jetzt auch schon wieder seit einiger Zeit Regionalliga spielen. Okay. Ja, dann haben wir da doch einen klassischen Regionalligist. Die gegen die Braunschweiger gewinnen. Damit eine kleine Überraschung schon mal. Gucken wir mal, ob es am Samstag mehr gab. Die Bremer tun sich schwer gegen Magdeburg. Aber kommen mit einem 1-0 und in Überzahl dann weiter. Mainz mit einem 3-1 gegen Jena. Da war es kurzzeitig ein relativ, oder, ja, ich sag mal, so eine Stunde war es eigentlich ein ziemlich offenes Spiel. Fast schon so 70 Minuten. Dann aber Yannis Serra in der Verlängerung den Deckel drauf gemacht. Düsseldorf tut sich auch schwerer. Wobei man da sagen muss, die sind jetzt gerade erst in der Bundesliga angekommen. Mal gucken, wie die überhaupt so spielen. Kann ich schlecht einschätzen. Und Mathis Thel. Ja, macht Velis und Pascal Konkurrenz mit einem Sechserpack gegen Viktoria Berlin. 8:0 gewinnen die Münchner. Das ist natürlich eine Ansage an die Liga. Auch die Leipziger lassen sich nicht lumpen mit einem 6:1 gegen den FSV Frankfurt. Ja, ein Kunku mit dem Doppelpack ist da immer noch da. Dann Darmstadt 4:0-Sieg gegen Oberligist Engers. Bochum gewinnt 2:0 gegen Halle. Bielefeld 2:0 gegen Düsseldorf, gegen Duisburg. Kiel gewinnt 2:0 gegen die Kickers Stuttgart. Wollte ich aber kurz gucken. Schweiker hat gespielt und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Okay, ist ja Leihspieler von uns. Das ist ganz interessant. Wir haben da ein paar in der zweiten Liga. Übrigens auch hier bei Bochum. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier Fink. Und. Sieht er gar nicht? Ah ne, nur Fink haben wir nach Bochum. Bei Bielefeld waren es da noch zwei, ne? Ne. Hä? Paderborn? Ach, wir haben so viel in die zweite Liga verliehen. Ich habe es schon wieder ganz vergessen. So, dann haben wir 1860 München. 2:0-Sieg gegen Regensburg. Ja, da im Bayern-Duell. Erin Dingchi macht den Deckel drauf. Schön für 1860 eine Runde weiterzukommen. Nehmen da auch wahrscheinlich gerne das Geld mit. Und Stuttgart gewinnt gegen Wandsbeker TSV Concordia. Die sind jetzt aber auch noch nicht so lange dort, ne? War doch vor 2 Jahren aufgestiegen. Etablieren sich da jetzt langsam. Das ist so ein richtig nordischer Name, ne? Wandsbeker Concordia. Naja gut. Und dann haben wir natürlich abends unser 14:1 gehabt. Da hatten sie alle schön Spaß vom Fernseher. Ganz Fußball Deutschland hat da zugeschaut. Und ja, hat das Spiel genossen. Dann, jo, haben wir den Sonntag. Ingolstadt 2:1 gegen Rostock. Okay. Pauli 4:1 gegen Fortuna Köln. Auch da alles in Ordnung. Lag mal kurz zurück, aber relativ schnell ausgeglichen. Dortmund mit einem 2:0 weiter gegen Groß Asbach. Über Jochen Barth haben wir übrigens auch nachgedacht. Am Ende ist es dann aber Iñaki Pascal geworden. Klar, ein deutscher Nationalspieler wäre nochmal schön, aber Jochen war dann doch ein ganzes Stück schlechter und noch teurer als Iñaki. Von daher ist die Wahl relativ einfach gefallen am Ende. Leverkusen 2:0, Heidenheim reicht, mehr muss man nicht machen. Auch die Lauterer mit einem 3:0 schlagender Ligakonkurrent. Nürnberg und Leo Chu trifft da dreimal. Der trifft auch sehr, sehr gut bei denen, ne? Ja, auch letztes Jahr in der Liga schon ziemlich stark.
Davor ist er im Winter gekommen, da war es auch schon ordentlich. Also Lautern ist auch so ein Verein, wo ich sage, da müsste es langsam mal mit dem Aufstieg klappen, oder? Wir sind jedes Jahr immer im Normalfall oben dran, Steffen Baumgart als Trainer, die kriegen das schon noch hin, zeitnah. Schöner wäre es natürlich aus meiner Sicht, wenn der KSC hochkommt, aber Lautern darf von mir aus auch gerne erste Liga spielen. Am liebsten im KSC zusammen und dann haben wir da geile Derbys wieder. Aber ja. So, Hamburg. 2-1-Sieg gegen Saarbrücken. Ja, einfach so. Ne? Kurz aufs Spielfeld gegangen, sich dann die letzten 20 Minuten durchgezittert. Und dann passt schon. Und was passiert denn hier gerade? Ich gucke gerade parallel bis in Bundesliga. Und Stuttgart überrennt Freiburg gerade komplett. Freiburg richtig gute Anfangsphase und jetzt steht es 3-0 für Stuttgart nach 20 Minuten. Interessant, interessant. Haben die Stuttgarter das hier auch genauso gut gemacht? Haben die denn gespielt? Aber die schon über. Ach stimmt, hier ist 2-1 dagegen. Gegen die Nordmannen. Okay. Dann Frankfurt 4-0-Sieg gegen Schweinfurt. Die haben natürlich auch mit der roten Karte nochmal nachgeholfen. Lindström mit dem Doppelpack ist hier nicht nach Napoli gegangen. Union Berlin 3-0-Sieg gegen Chemnitz. Jetzt als Zweitligist haben sich dann sehr vielversprechende Spanier geholt, der bei uns im Probetraining war, wo wir am Ende gesagt haben, nee, wir haben schon Eber Lange, wir haben schon Marco, reicht leider nicht so ganz. Aber ist ein sehr, sehr guter Transfer für Union, muss ich sagen. Gladbach gewinnt 2-0 gegen Prüninghausen. Fast schon ein bisschen wenig für den ihren teuren Kader, ne? Die machen ja genauso weiter, was die Transfers angeht. Haben ja schon letztes Jahr, ich zeige es euch nochmal kurz, 153 Millionen als Zweitligist ausgegeben. Kann man mal machen. Wobei ja, Duranville war eher so dieses Jahr dann. War halt im. Nee, jetzt Quatsch, der war ja letztes Jahr. Was sehe ich denn? Der war ja auch letztes Jahr. Also wirklich asozial, was da abging. Und auch dieses Jahr ist man mit 60 Millionen schon wieder ganz gut dabei. Klostermann gekauft, Udokai gekauft, Kerkez gekauft, Mbom gekauft. Und so weiter. Und übrigens auch unseren Christian Enderle, wo ich ganz ehrlich sage, 5 Millionen ist der Bruder leider nicht wirklich wert. Aber gut, das müssen die ja unter sich ausmachen. Ich freue mich auf jeden Fall nicht auf die Spiele gegen Gladbach. Dann haben wir nochmal Schalke, 1-0-Sieg gegen Haider. Ja, Hoffenheim macht es am wenigsten wieder ein bisschen souveräner mit einem 5-0. Auch Freiburg 3-0 gegen Meppen. Osnabrück gewinnt gegen Dresden. Kleine Überraschung, ganz kleine. Kann durchaus mal passieren, dass ein Drittligist gegen Zweitligist gewinnt. Dann haben wir Paderborn nochmal mit einem 4:0 gegen Schott Mainz. Und am Montag haben wir nochmal. Der KSC fliegt leider frühzeitig raus gegen Köln. Sehr, sehr spät in der Nachspielzeit macht Akkurmatsch das Tor. Schade. In Wolfsburg auch souverän. 7:0 gegen Kickers Emden. Und Hannover 2-0 gegen Sandhausen. So, das heißt, wir haben eigentlich ja, Osnabrück als Drittligist noch drin. Dann haben wir 1860 als Drittligist und Preußen Münster als Regionalligist. Der Rest wieder nur erste und zweite Liga. Und man muss auch sagen, es ist jetzt kein einziger Bundesligist rausgeflogen. Ne? Das macht es natürlich nicht unbedingt schöner. Ihr wisst ja, im Pokal habe ich ganz gerne relativ leichte Aufgaben, um da auch mal zu schonen, zumindest in der Hinrunde noch. Aber gut, naja, man kann sich ändern, wir werden sehen, wen wir bekommen. Die Auslosung ist ja wahrscheinlich erst ziemlich spät. Von daher schauen wir einfach mal. Jo, könnte jeder werden. Der ersten und zweiten Liga. Und vielleicht eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit. Die hätten wir davor auch, haben wir sie bekommen. Das heißt, wir haben unser Glück eigentlich schon ausgereizt. Aber mal gucken, wen wir da bekommen. Dieses Jahr ist ja sowieso überall Angriff angesagt. Wir wollen Meisterschaft mitspielen. Wir wollen Champions League so weit wie möglich kommen. Vor allem aber in die finale Knockout Stage, was für mich so ab Viertelfinale anfängt. Und ich möchte DFB-Pokal gewinnen. Ganz klar. Ein Double darf es durchaus werden dieses Jahr. Dafür haben wir gut investiert. Mit zwei Spielern. Aber haben wirklich sehr punktuell verstärkt. Ich würde auch sagen, ganz, ganz ordentlich verstärkt. Und ich glaube, das sollte hinhauen dieses Jahr. Ja, in dem Sinne, Freunde, morgen geht's los mit Mainz in der Bundesliga. Freue ich mich auch sehr. Ich habe Bock.
Haut rein, macht's gut.